Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Ostern gut überstanden. Ich habe jetzt endlich Urlaub. Heute ist mein erster Urlaubstag. Heute ist Dienstag, der Mann heute. Mal auf den Kalender gucken, den 16. Quatsch, den 23. Den 23. So, und ich habe an einer Aktion teilgenommen. Ich weiß nicht, kennen vielleicht manche die Tamika vom Kanal Scrub the World. Die macht immer solche Aktionen. Wie erkläre ich das denn? Wo man in eine Gruppe kommt, sie schlägt halt vor, was man zu basteln hat. Und in einer Gruppe sind dann immer so drei, vier Leute. Und da bastelt man für jeden das Gleiche. Man schickt es ihr zu und sie zeigt es vor der Kamera und schickt dann die Sachen wieder zurück. Also ich bekomme dann das von den anderen aus der Gruppe und meins wird halt verteilt von ihr an die anderen in der Gruppe. Ist irgendwie doof zu erklären, ne? Ich hoffe, ihr habt es verstanden. War ein bisschen kompliziert, finde ich. Habe ich ein bisschen blöd ausgedrückt. So, entschuldigt. Und ich habe hier in Deutschland an so einer Aktion teilgenommen. Die Katrin hat sowas gemacht vom Kanal Nebelglück oder Nebelglücks-Bastelzimmer. Auf jeden Fall irgendwie so. Und sie hatte vorgegeben, dass man 4 bis 6 Embellishments bastelt, eine Karte mit Nachricht. Dann ein Stempelabdruckset, ein Lieblingsset. Ja, ich habe kein Lieblingsset. Deswegen habe ich das genommen, was ich zuletzt bekommen habe. Das fand ich total süß. 5 Stanzteile und 2 neue Goodies kommen rein. So eine Visitenkarte sollte man noch fertig machen, wo man 3 Fragen beantwortet. Die erste Frage sind halt die Kontaktdaten, so wie YouTube, Instagram, Geburtstag und Anschrift und so. Und dann, was bastelst du am liebsten und was würdest du dir für ein Goodie für maximal 3 €? Was wünschst du dir für ein Goodie für maximal 3 €? So. Ja. Das fand ich eine sehr gute Idee. Ich selber habe da auch schon ganz lange mit dem Gedanken gespielt, aber meine Community ist noch so klein. Ich weiß nicht, ob ihr da mitmachen möchtet. Wenn, dann meldet euch bei mir. Ich hätte da voll Lust zu. Ja, und ich habe hier dann dieses hier gebastelt. Diese 3 habe ich schon eingepackt und das an die Katrin, was sie dann auch vorstellt, habe ich noch nicht eingepackt. Das hole ich gleich noch nach, weil ich euch das ja zeigen wollte. So, hinten habe ich, also wir sollten hier so eine, ich weiß nicht, wie das heißt. Da sind diese Briefumschläge drin. Envelope Bag, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich ja immer mit diesen Begrifflichkeiten nicht aus. Auf jeden Fall hat sie in einem Video gezeigt, wie diese Dinger gebastelt werden. Ja, ich habe dann halt noch hier hinten Täschchen zusätzlich rangemacht, weil ich die Goodies nicht da reinmachen wollte. Und da bekommt jeder diese beiden hier, einmal diese Blumen und Vintage. Und dann habe ich das halt in dieses Täschchen hinten reingetan. Ja, mein Stempel sieht man gar nicht, ne? Ich mache mal das Licht höher. So ist besser. Mein Stempel. Und wann ich es gebastelt habe, am 19. April. Und ich habe es recht schlicht gehalten. Ich fand, das Papier war schon so unruhig, dass ich da nicht irgendwie noch viel Tamtam machen wollte. Habe dann lediglich diesen Kreis, diese Blume ausgestanzt, die Namen ausgestanzt und ein Schmetti drauf. Die weißen hatte ich nur noch zweimal und deswegen habe ich 2 in weiß gemacht. Und 2 mit diesem bunten Schmetti. So, verschlossen habe ich es mit Klett. Hier oben ist dann halt meine Visitenkarte drin. Und
Auf der Rückseite habe ich die Fragen beantwortet. Ich habe das einfach nur mit Washi festgeklebt. Ich mache gerne Schubladenboxen, Loaded Envelope mache ich gerne, Memory Decks Karten, Mini-Alben und alles, was glitzert, rosa, Pastell und Silber. So, kleben wir das mal wieder fest. Und hier drin habe ich also einmal die Embellishments. Da habe ich dann, wir sollten 4 bis 6, da habe ich 5 gemacht. Und zwar einmal diese hier. Dann ein bisschen schön verziert. Und die. Und natürlich immer mit Shaker-Funktion. Die habe ich hinten in dem Umschlag drin. 3 Umschläge sollten wir reinpacken. In der Mitte habe ich drin einmal die Stanzteile. Habe ich dann auch noch hübsch verziert. Und die Stempelabdrücke. Ich hole das jetzt natürlich nicht raus, ne? Ich weiß nicht, ob Katrin das dann alles genau auspackt. Wenn sie es online gestellt hat, kann ich es ja verlinken, wer Interesse hat. So, und dann habe ich diese Karte gebastelt. Und es sind natürlich bei jedem persönliche Worte drin. Und ja, ich habe halt versucht, alles Ton in Ton zu machen. Und lila mochte ich nie, aber finde ich total schön. Gefällt mir echt gut. Ja, das ist das, was ich gemacht habe. Und dann packe ich das jetzt zusammen. Und dann wird das heute an Katrin verschickt. Und ich bin in Gruppe 5 und habe gebastelt für Gruppe 6. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.